Ach, da kommt er. Da kommt er. Hier, hier, hier. Guten Tag. Ich habe Sie gerufen. Ja, ich sehe es. Was ist denn hier passiert? Also dieser Mann, der hier auf dem Boden bewusstlos liegt, hier, der ist voll gegengesteuert. Mit dem Motorrad oder wie? Ja, ohne zu bremsen gegengefahren. Also es sah Okay. schon wirklich brutal aus. Wissen Sie auch, wie schnell er war? Boah, das kann ich Ihnen schwer sagen. Sah mir aus wie 80 km/h ungefähr. Ich hoffe, er hat einen Helm Ja, aufgehabt. also ich meine, der hat einen Helm auf. Der fährt immer mit Helm. Sehr gut, sehr gut. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Ah, das schaut nicht angenehm aus, so verbogen wie der ist. Nee. Ja, das ist richtig. Da haben sie den. Ja, gut, der liegt so halb in einer stabilen Seitenlage, aber. Das geht das nächste Ja, Mal auf jeden Fall schöner, gell? ja, wir haben uns nicht getraut, den zu bewegen, weil wer weiß, was da alles gebrochen ist. Ja, gut. Das Sah schon ziemlich brutal aus. Also da wollte ich lieber nichts weiter machen. Ich würde sowieso sagen, also selbst wenn er jetzt so ein bisschen aufwacht, direkt am besten ins Auto und zum Krankenhaus mit ihm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, da kann er froh sein, wenn er noch leben tut. Ja, genau. Das Motorrad sieht noch dafür ganz schön fett aus. So. Ja, am besten Hallo. halten Sie sich mal an mir fest, ja? Mein Telefon klingelt. Ja, ich halte mich fest. So. Alter, was hast denn du Schritt für gemacht? Schritt. Ja, es ist. Ist das Ihr Auto? Kann er bei Ja, Ihnen das ist mitfahren, meins. oder? Kann ich mein Motorrad abschließen? Ja, So, ich hoffe, ich konnte von meiner Seite aus helfen. Ja, das ist auf jeden Fall. Alles klar, dann verlasse ich den Ort jetzt hier. Ich werde gerade ins Krankenhaus geliefert. Viel Ja, Glück dem also Herrn da drinnen. vielen Dank, dass Sie den Notruf gerufen haben, ne? Ja, das ist doch eine Pflicht. Das ist selbstverständlich. Sehr gut, aber dass sie da geblieben sind. Manche fahren einfach weiter, ne? Ach, sowas, also sowas würde ich nicht machen. Wenn da eine Person liegt, Sehr dann gut. bleibe ich auch da. Wir sehen uns. Jo, dann schönen Abend noch, gell? Ebenso, ciao. Licht im Tunnel an, Sonnenbrille absetzen. So sieht's nämlich aus. Ich bin ein Mann, ich kann multitasken. Ganz einfach. Ich gerade dabei? Scheiße, kann ich doch. Jo. Ja. Ja, was los? Was los, Digga? Weißt du, wer hier spricht, Mann? Weißt du, wer hier spricht? Sagt mir gerade Dein nix. Vater. Du rufst ja auf unbekannt an. Goliath, ich bin's, dein Vater. Hast du mich verstanden? Kann nicht sein, Pass mal auf. ist leider tot. Pass mal auf, mein Sohn. Ich brauche deine Hilfe vielleicht. Was machst du gerade? Ich bin gerade am tanken, muss mich noch heilen und dann muss ich mein Auto reparieren. Muss ich verarzt noch, ja? Muss dein Auto auch noch reparieren. Pass mal auf. Willst du mir ein bisschen helfen? Kommt drauf an, auf was? Oder ein bisschen. Bei was? Hast du Ahnung irgendwie von den Rocken hier oder so? Die Rocker hier in der Stadt irgendwie? Ich hab hier, wie heißt das? Einer ist gegen die Wand gefahren, habe ich einen Krankenwagen gerufen. Heute. Ja, hättest mal keinen Krankenwagen rufen sollen. Der hätte mal da liegen bleiben sollen, der Idiot. Die sind ganz schön frech hier. Und die haben sich mit den falschen Leuten angelegt. Ach, so sieht's aus. Vielleicht, ich habe gesehen, ihr seid ein paar korrekte Leute. Ich weiß nicht, ob ihr da mitmachen wollt. Ich habe ja gesehen, na, du hast doch auch ein, zwei hier die Black Mirror oder so, falls sie dich mal beweisen will ein bisschen. Ich Na, sag mal so, ihr wäscht, du wäschst meine Hand, ich wasch deine Hand, verstehst du? ja. Das Problem ist einfach nur, dass die halt nicht aus ihrem Haus rauskommen. Das ist mir egal, wir gucken erstmal, wo die sind. Irgendwann, die waren da eben auch draußen aus dem Haus, verstehst du? Ja, davon weiß ich nichts. Und, naja, bist du dabei oder nicht? Ganz Normal einfach. bin ich dabei. Kein Gut, okay, Problem. pass mal auf. Ruf mich mal an. Du hast doch meine Nummer, ne? Hast du meine Nummer? Auf unbekannt jetzt, ja. Hey Mann,
Ja, ist natürlich nicht so gut. Sag einfach einen Treffpunkt in der Uhrzeit. Pass auf, ich ruf dich gleich nochmal an, ja, okay. Zum Café der offenen Augen, okay? Ja. Okay, bis gleich. Gut, bis gleich. Ey, jo? Jo. Warst du auch gerade bei LSD? Ja, war ich. Alter, wo sind die alle hin? Ich dachte, wir stehen jetzt an Mauer oder sowas hier. Die sind alle weggerannt auf einmal. Weiß nicht. Wenn was ist los, Mann? Keine Ahnung. Da war ein Platz und alles. Ich dachte, wir machen die jetzt fertig, die Bullen, hey. Boah, scheiße, Mann. Mein Wagen steht da noch, mein großer. Wurdest du gepackt oder was? Nein, nein, nein. Ich bin noch abgekauft, aber nur mit meinem Twingo. Ich hab da noch einen Zweitwagen. Was warte mal, halt, halt. Wo waren die Bullen? Ja, beim LSD, Mann. Die sind oben. Alter, du bist schon sofort weggegangen. Kannst du froh sein. die standen oben am Berg und dann sind sie mit 5 im Wagen sind sie runtergefahren. Alter Falter, ey, dass sie sich mir überhaupt hintrauen, Alter, die will ich wegknallen, die kleinen Pisser. Ja, aber weißt du, die anderen haben alle gesagt, hey, die machen wir fertig und sowas. Und ich bin noch als letztes stehen geblieben drin. Ich dachte mir, die holen wir uns jetzt. Ich sag dir mal was einfach hier. Du kannst den Leuten. Du kannst den Leuten hier nicht vertrauen. Du kannst auch nicht sagen, dass sie zu dir halten. Das sind Gangs, einfach, Mann. Ja, aber die haben manchmal auch einfach zu wenig Eier in der Hose dafür. Boah, krass, Mann, hey. Und ich bin. Was mach ich jetzt mit meinem Auto? Digga, ich pack hier einfach mal Teile aus und dann verpissen die sich von alleine und fertig. Dein Auto wird wahrscheinlich von den Bullen einkassiert. Das musst du bei der Garage auszahlen lassen. Bei der Garage? Bei deiner? Auszahlen? Ja, und dann musst du eine halbe Stunde warten, dann kannst du es dir rausholen. Also nichts mit Bullen. Ja, aber ist da alles drin im Rucksack? Also im Gepäckträger? Ja. Im Kofferraum? Ja, gut. Das weiß ich nur nicht, mir ist noch nichts passiert, aber ich muss. Keine Ahnung, ist noch nie passiert. Ich muss jetzt auf jeden Fall weiter. Oh, scheiße, Mann, hey, okay, hau rein. Hau rein, Digga. Ich komm. Ich warte hier. Ich hatte gerade ein paar Probleme hier mit dem. Mit der Insel. Ja, das ist ja wieder groß ungefähr. Nö. Eine halbe Minute bin ich da. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Jo. Bist du Goliath? Richtig. Alles klar, wir fahren kurz tanken und dann fahren wir zum Treffpunkt. Folgt mir einfach, ja? Achso, warte, achso, ich sag. Okay. Nee, weil ich hab mitbekommen, ich hab gehört hier, ich soll bei dir aufsteigen. Ja, komm doch. Ja, wollen wir jetzt so oder soll ich mein Auto einparken? Nee, lass nimm dein Auto mit, ist besser. Gut. Komm. Ey! Du Hund, Alter! Du Hund. Was ist hier los? Ach du mein Gott, ist alles in Ordnung mit ihm? Da haben sie mich nicht gesehen, oder was? Aua! Alles okay bei ihnen? Die sehen gar nicht gut aus. Oh, nee, ey. Ah, ich brauch ganz dringend mal ein Pflaster oder irgendwas. Oh, das sieht nicht gut aus. Aua! Oha. Alter Falter. Kann ich ihn einen Krankenwagen rufen? Sie haben mir die Vorfahrt genommen, was soll das denn? Sehen Sie das denn nicht da vorne? Ne? Ich hab Vorfahrt gehabt, der Herr. Haben Sie? Ja, natürlich. Ja, siehst du den, guck mal, du bist auf dieser Spur hier gewesen. Siehst du diese gelbe gestrichelte Linie da? Dann müsstest du theoretisch halten. Hast du aber nicht. Ja. Stimmt. Jo. Jo. Mein Fehler. Kannst du mich hören? Hat mich dein Kollege, ist mein Kollege bei dir? Ja, das ist bei mir, gab hier gerade einen kleinen Unfall. Ja, ich ach du Scheiße, braucht die Hilfe oder so? Nee, ne? Nee, alles gut. $100 geben. Nee, ja, gut, okay, bis gleich. Jo, bis gleich. Ist die Sache vergessen. Ja, würde ich machen. Ich habe leider nur $24 bei mir. Ja, super. Nee, ist okay, wir haben sowieso eilig. Nächstes Mal, ne? Falls ihr es nochmal sehen sollt, ich merke mir ihr Gesicht. Dann geht das nicht so glimpflich aus. Aber dennoch, einen schönen Abend noch, Momichi. Wir haben keine Zeit jetzt. Ja, gut, wenn Sie keine Zeit haben. Ahem.
Jo. Jo, warst du noch da, wo die Cops da waren? Nee, ich bin weggefahren. Ich muss auch kurz auflegen. Ich muss hier noch was machen. Jo, was geht ab? Hi. Wo ist unser... Warte mal ganz kurz. Wo ist der Dings? Der was? Wo ist unser anderer Kollege hin? Da steht er doch hinter dir. Nee, der andere. Keine Ahnung. Du meinst Johnny? Ja. Jungs, komm hier mal nicht zu nah, ich muss wieder mal eine Übung hier machen. Ja, mach. Ganz kurz. Ich muss kurz mal Trizeps hier trainieren. Und dann klappst du wieder ab und ich kann den Krankenwagen rufen. Hör nein, diesmal hab ich auch gelernt. Digga, oh. der hat vorhin trainiert und ist abgeklappt. Ich hab keine Kondition mehr gehabt, Mann. So, guck dir das an, Junge. So geht die Übung. Das ist diese neue Übung, die du mir schon mal gezeigt hast, ne? Aus Serbien, Bruder, ja. Trizeps, ja, das ist krass. Guck mal, Alter, da mal, die kriegst wieder... Guck dir das mal an, Paul Berger, wie seine Muskeln angespannt werden. Junge. Der Mantel reißt ja gleich, Digga. 100 Wiederholungen und dann bist du Maschine, Bratte. Alter Schwede. Digga, Rücken macht auch mit. Aber ganz ehrlich, selber, ich will nichts sagen, aber du musst mal den Paul Berger fragen, was der für Training macht. Der hat eben einen Punch gegeben, diesen Idioten. Guck da, da ist seine Muskel, guck ihn dir an. Alter. Respekt, Junge, er hat seine eigene Übung bestimmt. Der hat eben einen Punch gegeben, voilà, der war K.O. Und dann, als der weg war, hat er große Fresse. Und als der Paul Berger wiederkam, er hatte richtig Schiss. Er war so auf einmal mit so... Ja, warum so aggressiv und so, weißt du? Ja, ja. Also, du hast den ersten Schlag gemacht, ne, Mirate? Und danach. Besser. Und dann hat er und dann. Er zweit und dann kam Paul Berger noch, dann mit drei Leuten auf ihn. Ja, der Paul Berger kam ein Schlag, er war auf jeden Fall vernetter mit der. Johnny. Ja, ich bin anders drauf, die Leute, verstehst du? Was ist das hier für eine Schrottkiste? Was, das Schmuckstück hier oder was? Nee. Das waren Platten, oder? Nee. Dabei, ich, also, war auch das ein Platten? Also, dann habt ihr irgendwas geraucht, aber bei mir ist alles okay. Er hat doch jetzt. Setz dich mal kurz rein. Ja, warte. Alles Hölle bei ihm. Ach so, ja, das sieht nur nach weniger Luft aus, schon gut. Ja, das sind die neuen Reifen, Mann. Ihr habt wenig Profil, deswegen sieht das so aus. Richtig, ich seh das. Genau, das sind so eine Slicks, okay. Das sind Slicks. Das ist auch der Winkel, je nachdem von wo man guckt, weißt du? Wenn du von hier guckst, ist halt ein bisschen. Das sind die neuen Sportreifen. Ja, ja. Wenig Profil. Wo ist jetzt der Johnny hin? Ich hab da Slicks draufgeknallt, deswegen sieht das so aus. Billo, guck mal nochmal, was für Schlüssel du hast. Ja, jetzt hab ich, auch in meiner Tasche hab ich einen Twingo-Schlüssel. Ja, genau, jetzt hab ich einen Twingo-Schlüssel. Das ist ja meiner. Oder nicht? Weiß ich nicht, kann den dir einmal geben, du kannst das mal testen. Nee, ist egal. Nee, gib mir nicht. Das Problem ist, der Schlüssel von den einen Typen ist jetzt auch weg. Oh, ein Porsche. Du kannst doch kannst du nicht einfach über das Auto klettern, Digga. Was ist los mit dir? Der gute Lack, Mann. Ich bin da nicht rübergekommen. Ja, du kannst nicht über das Auto klettern. Ich hab mal eine andere Frage. Pass mal auf. Kennst du die Rocker, Goliath? Ich hab eben schon wieder einen gesehen, ne? Der ist mir fast reingefahren, aber ich bin weitergefahren, weil ich keinen Bock hatte auf den. Wo finden wir die denn? Wie sahen der aus? Ja, der hatte so Maske auf dem Motorrad, eine Mütze. Und so ein Cowboy-Helm? Nee, ich glaube nicht. Nur so ein Cappy. Pass mal auf, wir müssen uns erstmal umziehen. Jo. Ich habe eine andere Frage. Habt ihr alle Waffen? Ja? Ja, natürlich. Natürlich. Ja, sehr gut. Okay, geht immer zum Kleidungsladen, ich warte hier. Okay. Na, ich brauche erstmal Geld. Ja, ich muss auch zur Bank kurz. Automat. Ey, fahr mal Bank hier. Wir treffen uns gleich einfach wieder hier, okay? Fahren, ne? Ey, ihr macht einfach, was ihr erledigen müsst. Wir treffen uns gleich hier. Ich will fahren. Verpiss dich, ich fahr.